Willkommen zu TikTok mit Donnerstag. Erste Episode am Donnerstag. Heute haben wir TikTok Donnerstag. Die Kamera ist etwas schräg. So, jetzt ist sie in die andere Richtung schräg. Warte. So, weil mein Geburtstag war, meine Freunde, verspielt sich die Episode um einen Tag. Aber dafür kommt ein fettes Geburtstagsvideo am Wochenende. Es wird richtig geil. Am Freitag um 16 Uhr auf dem Hauptkanal. Es wird wild. Es wurden ja mein Geburtstag nicht sowieso schon genug Gehirnzellen zerstört. Ich würde sagen, deswegen machen wir es auch weiter mit TikTok. Los geht es. Bitte nichts Dummes. Bitte nichts Dummes. Der wabbelwackelarmige Windhosenkamerad. Der wabbelwackel. Aber irgendwie will ich auch ein Wabbel-Wabbel-Windhosen-Ding da haben. Ich muss wissen, wie teuer sowas ist. Erstmal auf Amazon schauen. Wabbel-Wackel. Oh Gott, das Käfig gibt's wirklich. Ihn gibt's wirklich. Er kommt sogar noch vor Freitag an. Ich brauche ihn. Ich brauche ihn. Er ist bestellt. Ich bin gerade in mein Auto gestiegen und wollte losfahren. Und dann sehe ich einfach das. Es wurde einfach alles von hier drin geklaut. Was? Ich dachte irgendwie, das Portemonnaie wurde geklaut, aber nicht das ganze Lenkrad. Wer klaut denn Lenkräder? Was ist los mit euch? When marimba rhythms start to play, dance with me. So habe ich mich damals jeden Morgen gefühlt, als ich zur Schule gegangen bin. Warum ist es eigentlich so, dass es alles so deutlich langsamer ist morgens? Wirklich, ich habe irgendwie so wirklich alles wirklich wie so ein Faultier gemacht. Der Defi ist cooler als alles, was ich jemals gesehen habe. So cool kann ich niemals sein. Also, was ist, hat dieser Mann vor? Will der jetzt irgendwie da so, ey Leute, ich bin hier mit meinen Mädels, ich hab hier ein Bierchen in der Hand, hier, ich bin der größte Macker, ich setz mich hier ans Boot. Oh, so cool ist er dann doch nicht mehr. Und noch jemand, der cool sein will. Wenn du der Coolste auf der Party sein willst, jetzt bin ich mal gespannt. Mann, es hätte so cool sein können. Also, du stehst mehr so auf Typen, die dich schlecht behandeln. Ja. Ich habe den lebenden Beweis, sie spricht sogar aus. Hübsche Frauen wie sie stehen auf Arschlöcher. Wirklich? Ach so. Jede Frau, natürlich, ist ja klar. Danke, TikTok. Also da muss ich einfach nur ein Arschloch sein. Also Freunde, seid einfach alle richtig asozial und Arschlöcher, dann werdet ihr bestimmt eure Traumfrau bekommen. Bestimmt. Sie macht keinen Hehl draus, ja. Viele Frauen sagen zwar, ah nee, ich möchte doch lieber einen lieben Mann. Aber das ist verlogen, ja. In Wahrheit vergraut sie sie mit nettem, lieben Verhalten. Deswegen. Ich finde auch schön, dass er das extra nochmal aufgezeichnet hat. Der Liebe mit der Rose und dann rennt sie vor ihm weg. Die Hübsche. Oh. Ja, er muss wirklich recht haben. Die ultimative, wie werde ich ein Arschloch-Anleitung. Oh. Ich wette mit dir, der Typ ist auf jeden Fall Single. Solche Dating-Tipps sind wirklich der Hammer. Wenn sie dich küssen will, beleidige sie einfach. Fertig. Und direkt werdet ihr heiraten. Das ist mein Tipp an euch. Willst du mein Ass sehen? Nein, will ich nicht. Ich habe einen Freund. Oh, ach so. Oh, das ist also so eine Geschichte jetzt hier. Okay, also er hat es ihr geschrieben. Was hatte ich nochmal gefragt? Willst du mein Ass sehen? Ich glaube, das Ganze wird nicht gut ausgehen. Bro, oh nein, dann seid ihr das dem Freund. Ah. Trick 17. Wir kriegen ja immer mehr Beziehungstipps hier, meine Freunde. Also, wenn ihr irgendwie eine Freundin habt, nur so, ey, die findet ihr richtig nice, aber leider hat sie einen Freund, macht einfach diesen Trick. Zack, ist die Single und sie gehört euch. Das wird bestimmt mega funktionieren. Ich bin gerade heimlich, aber sie geht jetzt einfach ins Meer und so wissen. Oh mein Gott. Was ist das für ein Gott? Warum lädt man sowas hoch? Warum? Sie geht ins Meer, um zu pissen. Sie hat gesagt, sie geht ins Meer, um zu pissen. Ja, Mann, das TikTok, lad das hoch. Wirklich super, das werden alle mega feiern. Das war unscheinbar. Vor allem, die alle Leute denken so, ach, die hat eine schöne Zeit da am Strand. Die sitzt da ein bisschen im Wasser, lässt sich ein bisschen genießen. Wirklich, ich piss sie rein ins Meer. Kannst du mich auch mal reiten? Ja. Oh, okay, lass mir sein. Alles gut, ich nehme alles zurück. Was stand da jetzt gerade nochmal für ein Text? Ich habe jetzt irgendwie den Text irgendwie nicht so richtig beachtet. Ich kann mich irgendwie nicht mehr erinnern, was die Frage war. Ich war irgendwie abgelenkt. Tschüss, da haben die es ja richtig gehört. Oh, die Pommes fällt runter. Nein! Oh Mann, ich hasse das, wenn sowas passiert. Ist das denn? Ist das ein Tintenfisch? Digga, ich bin nur noch Das ist der sogenannte Tintenfisch-Prank. Digga, wie kommt man auf so eine Scheiße? Wenn ich leer mal mit einem Tintenfisch-Prank soll, lass jetzt ein Like da. Oh, diese Plattform ist so dumm. Aber kreativ, muss man sagen. Wie kommt man auf so eine Scheiße? Wenn man bei einem Mädchen aufs Klo geht. Oh, jetzt bin ich echt erleichtert. Oh nein, nicht wenn das Toilettenpapier alles. Aber Leute, ihr kennt sie doch alle. Die rechte Hand, die linke Hand, die kann doch manchmal auch... Bin ich der Einzige, der das mal gemacht hat? Danach gründlich waschen, heim fällt's auf. Was mache ich jetzt? Ich kann doch nicht so gehen. Er nimmt locker die Hand, oder? Besser als nichts. Nein, nicht das...
Ich würde dann jetzt kurz duschen gehen. Nicht das Handtuch. Digga, das kann man doch nicht mal mehr waschen. So, bin fertig. Was hast du da in der Hand? Mein Gesichtshandtuch. Riecht aber heute irgendwie komisch. Michi, du kannst dich beruhigen. Sie hat dich nicht betrogen. Michi, beruhig dich, Michi. Sie hat dich nicht betrogen, Michi. Michi! Hey! Michi, was machst du da? Sie hat dich nicht betrogen. Ist das, was ist das, eine Heizung? Was macht die Tür da? Sie zieht jetzt aus, aber warum denn die Heizung? Warum die Heizung? Die gehört doch dir. Mission failed successfully. Only in Miami. Wenn sie sagt, ich bin komplett natürlich, es ist all natural bei mir, mach dir keine Sorgen. Bruder, sind das Luftballons da drin, Alter? Also jedem das sein, aber das muss... Stell dir mal vor, die platzen. Solche Dinger. Hilfe. Aber es kann auch nützlich sein. Stellt euch die Situation vor, ihr seid auf einer Insel gestrandet. Ihr habt nur ein Schlauchboot, aber das Schlauchboot ist komplett leer. Ihr habt keine Luft da drin. Da könnt ihr einfach ein bisschen hier Luft von her da ein bisschen in das Schlauchboot machen und schon seid ihr weg von der Insel. Aber man könnte es auch einfach aufblasen. Also irgendwie macht das nicht so ganz Sinn, diese ganze Geschichte. Aber ihr versteht, was ich meine. Es macht keinen Sinn, das zu machen. Außerdem ist es auf einer einsamen Insel und braucht ein Trampolin. Lassen wir es einfach sein. Achtung, diese Pflanze darfst du auf gar keinen Fall berühren. Jetzt bin ich gespannt. Blüht jetzt im Juni und Juli überall auf Deutschlands Wiesen und verursacht bei Kontakt heftige Verletzungen. Überall? Der ist vom Riesenbärenklauen. Wenn du weißt, wie er aussieht, kannst du ihn ganz einfach erkennen. Deswegen warne jetzt unbedingt deine Freunde. Der Riesenbärenklau gehört zu den sogenannten Doldenblütlern. Seine eigentlichen Blüten bestehen nämlich aus ganz vielen kleineren Einzelblüten. Ja, was ist... Oh, da, what the... Der sieht auch irgendwie gruselig aus, der Riesenbärenklauen. Warum heißt der Riesenbärenklauen? Da dachte ich so, ja, wie nehme ich den Namen? Riesen... Giraffen... Gorilla... Bären... ja, Clown, Riesenbärenclown, ja, das ist ein guter Name dafür. Nenn das doch irgendwie die Horrorpflanze oder so, damit man wenigstens weiß, dass es was Gefährliches ist. Riesenbärenclown, will man ihn doch nur umarmen. Allgemein, wie kommt man auf so Namen, wie zum Beispiel Tisch? Wie kommt man darauf? Tisch. Wenn man versucht, die Aussicht zu filmen, doch dann. Oh nein. Ist das echt? Ich will auch so fliegen. Oh nein, oh mein Gott, also ich weiß jetzt schon, was passieren wird. Diese Dinger, warum kauft man die überhaupt noch, die so zwischen die Tür gegangen wird? Es wird natürlich jetzt wieder... Oh, jetzt wird es wieder runterfallen in 3. Wer hat's gedacht, Freunde? Mega Video, wirklich. Also wenn ich damit auch nächstes Mal 36.000 Likes einfach... So, wo sind jetzt meine 36.000 Likes, Leute? Wo sind sie? Lasst sie jetzt bitte unter diesem Video da. Junge, das war elastischer als jedes Jojo, was ich jemals gesehen habe. Mach mir schnell weiter. Wie lange brauchst du für anderthalb Liter Sprite? Der Typ sieht schon verrückt aus. Ich glaube, der braucht, weiß ich nicht, 3-4 Minuten. Puh. Zählen wir mal alle mit. Und los. 1. What the fuck? 3. Du bist krank. Ist ja alles cool oder so, aber bin ich der Einzige, der die ganze Zeit auf dieses Aus achtet, was auf seinem Arsch steht? Warum steht da Aus? Ist das irgendwie sein Ausknopf oder so? Oh Mann, warum bin ich der Einzige, der so dumm ist? Bitte in den Kommentaren, ist jemand auch aufgefallen. Niemand. Ich bin der einzige Idiot. Ich fühle mich auf jeden Fall wieder absolut nachhaltig verdummt. Ich würde sagen, das war's von dieser aktuellen Folge. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Wir sehen uns Freitag im Geburtstag-Video. Haut rein und ciao. Die Sommerzeit, es wird zu schnell vorbei. Und ich frag mich, why, sind wir nicht immer so frei? Niemals down, denn wir sind so high.